Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zu einem weiteren Podcast in der Weiterbildung zum Praxisanleiter. Mit diesem Podcast möchte ich mich mit Ihnen gedanklich auseinandersetzen zum Thema Handlungskompetenzen. Die Handlungskompetenzen oder sogenannten Schlüsselqualifikationen sind für Sie in der Praxisanleitung enorm wichtig. Denn wenn ein Auszubildender zu Ihnen kommt, dann kommt er mit einem Iststand. Also müssen Sie eine Iststandsanalyse machen und gucken, mit welchem Wissensstand, Ausbildungsstand kommt der Auszubildende in Ihre Einrichtung. Während der gemeinsamen Zusammenarbeit in der gezielten Anleitungssituation und im gesamten Praxiseinsatz erlangt der Auszubildende Handlungskompetenzen und er entwickelt weitere Kompetenzen aus. Das heißt, er zeigt dann im Verlauf eine Entwicklung. Und diese Entwicklung gilt es dann letztendlich zu beurteilen und zu bewerten. Deshalb ist es enorm wichtig zu überprüfen und aber auch Ziele für die gemeinsame Lernsituation zu entwickeln. Denn nur wenn Sie Ziele vorab formuliert haben, können Sie auch überprüfen, ob Ihr Auszubildender sich anhand der Handlungskompetenzen hin zum Ziel entwickelt hat. Denn genauso sieht es ja aus, in der Schule werden ja Klausuren geschrieben und es werden Lernfragen formuliert, wo der Auszubildende diese beantworten muss. Und hier gibt es sogenannte Taxonomiestufen, wie zum Beispiel zählen Sie auf, benennen Sie, erläutern Sie, erklären Sie oder entwickeln Sie oder wenden Sie ein Modell an, anhand von einem Fallbeispiel. Hier sehen Sie schon mal unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ne? Nennen und aufzählen sind einzelne Wörter, beschreiben, erläutern sind schon ganze Sätze und anwenden, eine Theorie anwenden auf ein Fallbeispiel bedarf ja, dass man Kenntnisse über diese Theorie hat, sich gut zu Hause fühlt in der Theorie und diese Theorie exemplarisch an einem Fallbeispiel anwenden kann. Ja, und wenn wir Klausuren konzipieren und Fragestellungen haben, haben wir ja auch einen Anforderungsbereich. Das heißt, ein Erwartungshorizont. Was erwarten wir, wenn der Auszubildende die Frage beantwortet? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich stelle Ihnen die Frage, nennen Sie mir die Stressreaktionskette nach Hans Selye. Dann erwarte ich von meinem Auszubildenden, und das muss ich im Vorfeld festlegen, dass er eine Aufzählung macht von der Stressreaktionskette nach Hans Selye. Also muss er hinschreiben, es gibt die Schockphase oder Alarmphase auch genannt, die Widerstandsphase und zum Schluss die Erholungsphase oder Erschöpfungsphase. Wenn er das alles so benannt hat und aufgezählt hat, dann bekommt er volle Punkte. Frage ich aber, erläutern Sie mir die Stressreaktionskette nach Hans Selye und er macht wieder Alarmphase, Schockphase, Widerstandsphase, Erholung oder Erschöpfungsphase, dann hat er die Frage nicht vollständig beantwortet, weil er nur diese einzelnen Phasen benannt hat, aber nicht inhaltlich ausgeschmückt und erläutert hat. Also Sie stellen fest, wir müssen im Vorfeld einmal festlegen, was erwarten wir eigentlich von unserem Auszubildenden und welche Ziele wollen wir damit erreichen. Und dann überprüfen wir in seinem Arbeitsleben, in seinen Handlungsabläufen, in seinem Verhalten und in seinem Wissen, ob diese Ziele letztendlich erreicht sind. Und das wird primär in der Beurteilung dann auch bewertet. Das heißt also, ohne Lernziele gibt es kaum eine Möglichkeit, eine Entwicklung zu beurteilen. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal die Lernziele vorstellen, nämlich anhand der Handlungskompetenzen, die sogenannten Schlüsselqualifikationen. Und hier können wir mehrere unterschiedliche Bereiche differenzieren, die Sie vielleicht auch schon kennen. In der generalistischen Pflegeausbildung zum Pflegefachmann, Fachfrau werden diese Kompetenzbereiche nochmal anders benannt und nochmal stärker aufgedröselt. Nämlich hier sind es 5
Kompetenzbereiche. Aber zunächst möchte ich Ihnen gerne einmal die Handlungskompetenzen aufzeigen. Und wir beginnen mit der sozial-kommunikativen Kompetenz. Ja, die sozial-kommunikative Kompetenz umfasst alles und die Fähigkeiten und die Bereitschaft, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Das heißt, wie konkret geht unser Auszubildender mit Bewohnerpatienten um? Wie sind seine Gesprächsführungen im Umgang mit Bewohnern und Patienten? Wie ist aber auch seine Gesprächsführung und seine Haltung, und es gibt ja nicht nur verbale Gesprächsführung, sondern auch nonverbale Gesprächsführung, in Bezug auf das Team oder den jeweiligen einzelnen Kollegen? Ja, die sozial-kommunikative Kompetenzen umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Menschen mit Wertschätzung zu begegnen, ihnen zuhören zu können und Interesse zu zeigen, und sie sollen Gesprächssituationen angemessen gestalten. Ja, am Anfang der Ausbildung zum Pflegefachmann, Fachfrau haben die Auszubildenden bei mir umfangreich im Unterricht das Thema der Kommunikation. Ne, und hier lernen sie auch die drei E's der Kommunikation. Das passt da ganz gut rein in der sozial-kommunikativen Kompetenz. Denn die Auszubildenden sollen lernen, echt authentisch zu sein, keine Patientenstimme zu pflegen. Ne, manche Pflegekräfte haben ja so, ich sag mal, die Eigenschaft inne, plötzlich, weil sie besonders freundlich sein wollen, 10 Oktaven höher zu sprechen oder fangen an, Bewohner zu verniedlichen, ne, also infantilisieren. Na, meine Süße, hast du gut geschlafen? Das ist aber fein. Ne, also das soll nämlich nicht der Fall sein, sondern man soll echt authentisch rüberkommen in seiner Kommunikation. Das könnte zum Beispiel ein Lernziel sein. Ja, und dann soll der Auszubildende lernen, Empathie zu entwickeln, sich auf sein Gegenüber einfühlen zu können, Emotionen des anderen, des Gesprächspartners wahrnehmen zu können, deuten zu können und entsprechend auch darauf eingehen zu können. Empathie bedeutet aber nicht nur, seinem Gegenüber einfühlsam zu begegnen, sondern dass man auch lernt, seine eigenen Emotionen wahrzunehmen, also empathisch auch sein können gegenüber sich selbst. Welche Emotionen kommen dabei in mir hoch? Wie fühlt sich das eigentlich für mich an in der Situation? Ja, und das dritte E ist das Anliegen des Klienten, Patienten ernst nehmen. Das heißt, es kann manchmal noch so abwegig sein, was unsere Bewohner, Patienten uns berichten, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit versuchen wir, in die Welt des Klienten einzutauchen und die Welt mit seinen Augen zu betrachten. Wir möchten nicht, dass unsere Auszubildende den Patienten, Klienten bagatellisieren. Wir möchten nicht, dass er ihnen da Ratschläge unbedingt erteilt. Ne? Wenn, dann führen wir ja eine Beratung durch. Die Beratung kann sein eine Expertenberatung oder aber auch eine Prozessberatung. Aber ich glaube, es schickt sich einfach nicht, wenn jemand mit 17 jemanden, der 75 ist, 80 ist, ihnen das Leben erklärt und ihn erklärt, wie er mit seinem Leben umgehen zu können. Dann ist er über das Ziel hinausgeschossen. Ja, also sich in seinem Gegenüber hineinzufühlen, ihn zu verstehen und zu zeigen, ich nehme dich wahr, ich nehme dich ernst mit deinen ganzen Emotionen. Dann soll der Auszubildende Konflikte auch wahrnehmen können. Hier ist gerade eine gegensätzliche Position. Diese sollte man auch ein Stück weit aushalten können. Ein Auszubildender sollte auch beratungsfähig sein. Wenn man ihn anleitet und berät, dann soll er auch die Bereitschaft zeigen, sich beraten zu lassen und nicht beratungsresistent zu sein. Das heißt, er soll konstruktive Kritik annehmen können, aber letztendlich möchten wir uns auch wünschen von den Auszubildenden, dass er auch uns ein Feedback gibt und Kritik auch anspricht. Ja, das heißt also, man kann seine Lernaufgabe, die gezielte Anleitungssituation, einmal
anhand der sozialkommunikativen Kompetenz mit einem Ziel behaften. Ja, die nächste Kompetenzstufe ist die personelle Kompetenz. Und die personelle Kompetenz unterscheidet sich dadurch, dass es hier um den Auszubildenden selbst geht. Na, die personelle Kompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbst mit seinen Kompetenzen auseinandersetzen zu können. Na, ich spreche ja immer wieder darüber, dass Auszubildende sich reflektieren lernen sollen. Und es fällt ihnen außerordentlich schwer, sich selbst einschätzen zu können, sich selbst realistisch auch reflektieren zu können. Und hier habe ich Ihnen ja auch berichtet in einem letzten Podcast, dass Auszubildende immer sehr schnell sind in dem, was sie da reflektieren oder auch sehr schnell alles verallgemeinern, alles ist gut, ne, und das wenig konkretisieren. Hier brauchen manchmal Auszubildende Unterstützung oder eine Methode, wie sie lernen können, sich selbst einschätzen zu können. Aber auch die personelle Kompetenz bedeutet auch, Entwicklungschancen für sich selbst suchen und weiterentwickeln zu können. Das heißt, das selbstständige Lernen, das sich selbst aneignen von Wissen. Ja, auch wir wissen nicht alles. Aber wenn wir vor einer Herausforderung gestellt sind oder ein Bewohner kommt oder ein Patient kommt mit einer neuartigen Diagnose, die wir selber noch nicht kennen, lernen wir, das Wissen uns anzueignen, damit wir mit diesem Bewohner, Patienten auch adäquat umgehen können. Und das erwarten wir natürlich auch von unseren Auszubildenden, dass er eigenständig Wissen sich aneignen kann. Ja, ein weiterer Punkt in der personellen Kompetenz ist die Motivation. Motivation und Lernbereitschaft. Wie viel Bock hat eigentlich der Auszubildende, neue Dinge zu erlernen? Wie offen ist er für neue Erfahrungen und neue Dinge sich aneignen zu können und umsetzen zu können? Zudem kommt die Verlässlichkeit hinzu. Kann ich dem Auszubildenden etwas zutrauen? Ist er zuverlässig und verantwortungsbewusst? Teilt er mir abnormale Krankenbeobachtungen mit oder muss ich hinterher durch einen Zufall feststellen, dass da was nicht in Ordnung war? Na, wir schicken den Auszubildenden los, er soll Vitalzeichen messen und misst einen Blutdruck bei einem Patientenbewohner von 220 zu 130 und plötzlich steht das irgendwo in irgendeiner Akte, aber informiert wurden sie nicht. Denn ist hier die Verlässlichkeit und die Weitergabe von Informationen nicht unbedingt gegeben. Darin braucht denn der Auszubildende scheinbar auch noch eine Unterstützung. Ja, Belastungssituationen zu erkennen. Manche Auszubildende glauben, ne, ich habe das besonders immer wahrgenommen, auch wenn Auszubildende auf die Intensivstation kamen. Und nach einer Woche Einarbeitung und wenn die Orientierungssituation um ist und die sich in der zentralen Arbeitsphase befinden, überschätzen sich manche Auszubildende auch und glauben, sie können plötzlich alles und brauchen keine Unterstützung mehr. Und dann läuft der Auszubildende einfach so los. Und meint, er kann irgendwelche Medikamente verabreichen oder irgendwelche Perfusoren, Spritzenpumpen neu aufziehen, weil ein Medikament alle ist. Das ist dann natürlich eine wahnsinnige Selbstüberschätzung, die natürlich unbedingt Einhalt zu bieten ist. Ne? Also Belastungen zu erkennen und damit umgehen können. Auf der anderen Seite aber auch Stresssituationen und Belastungssituationen für sich selber erkennen können. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Und welche Fähigkeit brauche ich, um letztendlich mir Hilfe einzufordern, um adäquat mit dieser Belastungssituation umgehen zu lernen? Ja, kollegiales Arbeiten im Team, Zusammenarbeit ist auch personelle Kompetenz. Ne? Um Hilfe bitten, Fragen formulieren, Wissen von anderen Leuten einzufordern, aber auch seine Rolle als Auszubildender im Team stark machen und auch Anleitungssituationen einfordern, wenn zum Beispiel aufgrund von Personalmangel oder Zeitmangel alles auf der Strecke bleibt.
Das ja, umfasst alles die personelle Kompetenz. Ja, folgt nun der nächste Kompetenzbaustein, nämlich die sogenannten methodischen Kompetenzen. Hier in der Methodik ist es so, hier schauen wir auf manuelle Geschicklichkeit. Wie stellt sich der Auszubildende eigentlich an bei strukturierten Arbeitsabläufen? Wir haben ja oftmals immer wieder symbolisch die subkutane Injektion uns veranschaulicht. Wie ist das so mit dem Aufziehen von einem Medikament in der manuellen Geschicklichkeit? Wie ist es so in der Handlungsabfolge subkutane Injektion? Ist er da strukturiert? Ist er da unstrukturiert? Hat er die Fähigkeit, hier eine Handlungskette manuell ablaufen zu lassen? Oder ist er da noch sehr eingeschränkt? Ja, die methodische Kompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung für die Ausbildung zu übernehmen, auch eigene Lernziele zu ermitteln, ne, zu gucken, ne, welche Defizite habe ich eigentlich aus der Theorie, wie kann ich die Theorie in eine Praxis anwenden. Also Theorie-Praxistransfer ist auch ein Punkt in der methodischen Kompetenz. Kann ich mein theoretisches Wissen in der praktischen Ausbildung anwenden? Kann ich Verantwortung übernehmen für mein eigenes berufliches Vorwärtskommen? Kann ich berufliches Handeln in der praktischen Umsetzung auch theoretisch begründen mit Hintergrundwissen? Kann ich Maßnahmen anhand des Pflegeprozesses sinnvoll adaptiert an den Bewohner, Patienten überhaupt planen und koordinieren? Verstehe ich die Wirksamkeit meiner Maßnahmen im beruflichen Handeln? Und diese Merkmale in der methodischen Kompetenz kann man natürlich auch auf dem Auszubildenden zielorientiert dann formulieren. Ja, und jetzt kommt zum Schluss der große Bereich, die Fachkompetenz. Ich habe bewusst die Fachkompetenz zum Schluss genommen, weil ganz oft die Praxisanleiter primär ihren Augenblick darauf legen oder ihr Wert und ihren Schwerpunkt darauf legen, Auszubildende besonders in ihrer Fachkompetenz zu fördern, aber auch in der Methodenkompetenz zu fördern. Oft bleibt die sozialkommunikative Kompetenz und auch die personelle Kompetenz auf der Strecke. Aber da sind wir jetzt nicht. Wir sind jetzt bei der Fachkompetenz. Ja, was umfasst die Fachkompetenz? Die Fachkompetenz umfasst Kenntnisse, Wissen, ne? Zum Beispiel Wissen über Anatomie, Physiologie, wo sitzt was im Körper. Fachsprache gehört auch dazu. Ne? Ich weiß, dass ein beschleunigter Puls eine Tachykardie ist, ein verlangsamter Puls eine Bradykardie ist. Ich weiß, dass ein Blutdruck über 145 zu 90 hyperton ist und darunter hypoton ist. Das heißt also, ich kann mit Fachbegriffen etwas anfangen, denn ich habe es gelernt und in meinem rationalen Gedächtnis abgespeichert. Also die Fachkompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und zu übertragen. Berufliches Handeln angemessen und fachgerecht durchzuführen und zu begründen. Na, und das ist ja das, was wir gerne in einem Fachgespräch auch inhaltlich oft überprüfen. Na, es werden Fachwörter benutzt oder es werden Diagnosen ausgesprochen, aber eine Fachlichkeit und ein Hintergrund oder eine kausale Verknüpfung lässt sich oft nicht erkennen. Ich predige immer wieder meinen Auszubildenden, wenn sie ihre schriftlichen Ausarbeitungen von Bewohner, Patienten bei mir abgeben, dass ich immer wieder einfordere: Stellen Sie mir doch bitte mal einen Bezug her zu der Diagnose, die Sie definiert haben, zu Ihrem Bewohner. Und welche Medikamente, die Sie zahlreich aufgelistet haben in Ihrer schriftlichen Ausarbeitung, sollen denn diese Diagnose therapieren? Und da hört es nämlich auf. Und da geht es nämlich so los, dass eine Diagnose gefunden wird in der Patientenbewohnerakte, dann wird gegoogelt, dann wird die Diagnose definiert
Und dann werden alle Symptome, die in dieser Diagnose beschrieben werden, im Chirembel oder im Pflegeheutebuch oder meistens leider im Internet, ne, Apothekenrundschau oder sonst wo, copy und paste, ne, kopiert und eingefügt in die schriftliche Ausarbeitung. Dann frage ich immer, Mensch, die haben da jetzt eine Diagnose von einer Herzinsuffizienz zum Beispiel. Hat Ihr Bewohner all diese Symptome, die Sie da eigentlich aufgeschrieben haben? Hat er eine Rechtsherzinsuffizienz und Ödeme in den Beinen, Wassersucht im Bauch, gestaute Halswehen, zyanotische Lippen, wenn er dekompensiert ist, wenn eine Linksherzinsuffizienz noch. Hat er das alles? Und nee, das kann man so gar nicht alles erkennen. Ja, aber was konkret können Sie im Rahmen Ihrer Krankenbeobachtung denn an Ihrem Bewohner erkennen? Welche Symptome sind denn verdeutlicht? Und nun schreiben Sie ganz viele Medikamente auf. Können Sie diese Medikamente einmal den Diagnosen zuordnen und sortieren? Also mir ist es wichtig, dass hier eine kausale Verknüpfung stattfindet. Dass man auch seine Krankenbeobachtung adäquat bei dem Patienten entsprechend auch anwendet und die Dinge auch bei dem Patienten wahrnimmt, benennen kann und auch beschreiben kann. Und das natürlich nicht von Anfang an in der Ausbildung, sondern das soll sich natürlich sukzessiv aufbauen und entsprechend dann auch entwickeln. Ja, also ein Auszubildender im ersten Ausbildungsjahr, der diese Art von Krankheitslehre und den Umfang noch nicht hatte, da wird es natürlich nicht verlangt. Das heißt, es muss immer Ausbildungsstand entsprechend und auch überprüft werden. Unsere erste Praxisbegleitung bei der Generalistischen Pflege 1 jetzt in dem Kurs, wo ich die Kursleitung bin, ist die erste Praxisaufgabe, also Sichtstundenaufgabe, grundpflegerische Versorgung von einem Bewohner-Patienten mit Vitalzeichenerhebung. So, das Thema der Vitalzeichen sind im und die Themen Vitalzeichen, Blutdruck, Puls, Temperatur und Atmung sind im Unterricht gelaufen. Also gehe ich natürlich ganz anders in das Fachgespräch rein, weil ich gehe von Kenntnis aus, die im Unterricht gelaufen ist, dass Sie die auch umsetzen können in der Praxis. Und dementsprechend frage ich kniffelig in Bezug auf Blutdruck, Puls und Temperatur. Ja, somit haben wir die Handlungskompetenzen, die sehr geläufig sind, einmal durchgesprochen. Beziehen wir jetzt einmal die Kompetenzbereiche auf die generalistische Pflege. Na, Kompetenzen der beruflichen Pflegeausbildung. Und hier werden die Kompetenzbereiche nochmal anders beschrieben. Und hier haben wir auch insgesamt 5 Kompetenzbereiche. Genau, der erste Kompetenzbereich ist Kompetenzbereich 1. Die Pflege von Menschen aller Altersgruppen verantwortlich planen, organisieren, gestalten und evaluieren. Hier geht es einmal in der Kompetenzstufe 1 auch darum, Pflegeprozess und Pflegediagnostik zu betreiben und eben halt hier auch Lebensumfeld zu gestalten von Bewohnern in allen Altersgruppen. Ne? Generalistik ist ja eben halt von neugeborenem Alter bis hin zum hohen Alter. Das heißt also Themenbereich 1, Kompetenzbereich 1 dreht sich um letztendlich um organisiertes und geplantes Vorgehen in der Pflege anhand des Pflegeprozesses. Denn der Kompetenzbereich 2 ist der kommunikative Kompetenzbereich und beratungsbezogene Kompetenzbereich. Das heißt, im Kompetenzbereich 2 geht es darum, Kommunikation und Beratung person- und situationsorientiert zu gestalten. Hier geht es um Interaktion zwischen Menschen und Pflegekräften in unterschiedlichen Anliegen, Beratungsanliegen, Expertenberatung, Prozessberatung, Gespräche angemessen führen und gestalten. Ne? Also das ist hier der Kompetenzbereich 2. Dann gibt es den Kompetenzbereich 3, ist intra- und interpersonelle
professionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten, verantwortlich gestalten und mitgestalten, also interdisziplinäres Zusammenarbeiten, ist hier ein Schwerpunkt, sich auch mit anderen Berufsgruppen auseinanderzusetzen, mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und im interdisziplinären Team zu arbeiten. Das heißt, häufig ist es ja so, gerade in der akutmedizinischen Versorgung, dass nicht nur eine Berufsgruppe an einem Patienten tätig ist, sondern dass man sich interdisziplinär austauschen muss, in unterschiedlichen Berufsgruppen auch zusammenarbeiten muss, wie zum Beispiel auch Arztassistenz. Das fällt in diesen Kompetenzbereich rein. Ja, dann gibt es den Kompetenzbereich 4, das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetze, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen können. Ja, und alle, die sie ihre Ausbildung mal gemacht haben, wissen, dass es eben halt auch Gesetzeskunde gibt in der Ausbildung, nämlich das Thema Schweigepflicht zum Beispiel, würde damit reinfallen, aber auch zum Beispiel Qualität der Ausbildung würde damit reinfallen und aber auch ethische Aspekte, ethische, moralische Aspekte, und da werden Sie in Ihrer Ausbildung ja auch sicherlich einiges gehört haben über Berufsrolle, Pflegeethik, Kodex, ne? Dann gibt es hier auch eben halt die Grundrechte eines Menschen, und es geht auch um das Thema Tod und Sterben im ethischen, moralischen Sinne, Sterbebegleitung zum Beispiel oder Sterbehilfe. Das sind so Themenbereiche, die hier eigentlich in diesem Kompetenzbereich auch mit reinfallen und auch unterrichtet werden. Ja, dann gibt es zum Schluss den Themenbereich 5. Kompetenzbereich 5 ist das eigene Handeln auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt also, hier geht es um Pflegewissenschaften, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, Pflegemodelle, Pflegetheorien, aber auch ein Stück weit Geschichte der Pflege. Ne, Florence Nightingale, Nancy Rupert und wie sie alle heißen, nach Orem, ne, es gibt ja unterschiedliche Pflegekonzepte, und da ist hier auch nochmal eben halt der Kompetenzbereich mit berücksichtigt. Ja, das soweit zu den jeweiligen einzelnen Kompetenzbereichen. Ich habe jetzt hier in dem Audio-Podcast meinen Schwerpunkt gelegt auf die Handlungskompetenzen, und anhand der Handlungskompetenzen können Sie für Ihre Lernaufgaben, die Sie im Verlauf formulieren dürfen, ne, gezielte Anleitungssituationen, Lernaufgaben formulieren, braucht es ja immer auch Lernziele. Und wenn Sie mögen, können Sie sich anhand der Handlungskompetenzen orientieren, was wollen Sie hier konkret bei Ihrem Auszubildenden fördern und entwickeln. Ja, dann danke ich Ihnen hier auch wieder für die Teilnahme und das Zuhören für meinen kurzen Audio-Podcast zum Thema Kompetenzen, Schlüsselqualifikation in der Pflegeausbildung. Ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.